Aloha Katzenberger Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen My Kaffee Katzenberger LP Part. So, wow, Zungenbrecher. Ja, ich war heute schon mal hier und habe eigentlich so alles erledigt. Ihr seht also meine Punkte, die haben sich noch nicht so ganz aufgeladen. Aber ich hole jetzt erstmal hier das Zeug hier ab. Das ist ja so geil, ey. Wenn ich jeden Tag so ein paar Mal hier drauf gehe und dann jedes Mal die ganzen Sachen abgreifen kann, ich feiere das. Ich werde die Aufgabe jetzt hier... Oh, ich habe eine neue Nachricht. Ich glaube, die ist von... Warte mal, von Ansani, genau. Die hatte mir nämlich vorhin, die hatte mich vorhin gefragt, ob ich nicht mal öfters mein Kaffee Katzenberger in der Woche raushauen könnte. Ja, ich versuch's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich versuch's. Wir haben bald schon wieder ein Level Up. Juhu. Aber ich möchte die Aufgabe jetzt starten. Ja, weiß ich jetzt mittlerweile. Bereite 29 Portionen. Oh, dafür gibt's 3 Katzentaler. Das machen wir. Spanische Tortilla. Aber ich weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Da muss ich irgendwas anderes mal gucken. Können wir zubereiten und, warte mal, ich will mal eben gucken, 7 Portionen, 7, 14, 21, 28, okay, 5 Mal, das müssen wir schaffen in 42 Minuten, gut, wir haben ja im Moment nichts anderes zu tun, ich muss mal eben gucken, ob ich mir dann hier noch so ein Ding hinstellen muss oder ob ich vielleicht schaffe, die ganzen Klamotten hier zu verkaufen. Ganz schnell mal eben alles abgreifen. Juhu, juhu, juhu. Kohle, Kohle, Kohle. Ihr seht, ich habe diese Woche wieder richtig viel Fettkohle gemacht. Aber ich muss euch leider sagen, ich werde diesen weißen Holzboden nicht kaufen. Weil ich habe nämlich gesehen, der hat einen Dekopunkt weniger als dieses hier. Tja, schöner ist es auf jeden Fall. Aber ich will natürlich meine Dekopunkte hier oben vermehren und nicht weniger haben. Wir werden trotzdem gleich shoppen gehen. Da freue ich mich richtig drauf. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so gezittert und so. Ich wollte auf jeden Fall dieses Wochenende noch eine Folge raushauen. Ja, und deswegen mache ich die jetzt. Und dieses nenne ich dann halt einfach Shopping zum Wochenende hin oder irgendwie sowas. Mal sehen. Gut, mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein Plätzchen frei kriegen. Schauen wir mal. Ich habe, glaube ich, von jedem ganz schön viel. Ragout Finn. Haben mir die Freunde denn eine Aufgabe gestellt mittlerweile? Nein, okay. Gut. Ragout Finn. Wäre natürlich geil. Da ist einmal Ragout Finn, zweimal Ragout Finn. Komm, gib einmal hier Ragout Finn. Okay. Ja, da zweimal Ragout Finn. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Theke jetzt leer. Das trifft sich ja gut. Geil, dann brauche ich mir da auf jeden Fall keine Sorgen zu machen wegen den spanischen Tortillas. Das ist cool. Gut, dann machen wir mal hier unseren Scheiß, den wir sonst immer so machen. Sie hat Scheiße gesagt. Ist nicht schlimm. Schön, dass das LP so viel Anklang bei euch findet. Hat ja jetzt eine ganze Zeit lang gedauert, bis das mal ein bisschen in die Puschen kam hier. Aber ich glaube, Kaffee Katzenberger wird auch immer beliebter. Gerade auch so Spiele, die brauchen ja auch manchmal eine ganze Zeit lang. Aber ich denke mal, da die Dani einfach nicht out sein wird, sondern eher wahrscheinlich noch weitere Pushs in ihrer Karriere bekommen wird, denke ich mal, wird dieses Spiel dann auch irgendwann ein bisschen bekannter werden. Und vielleicht haben wir ja dann auch den ein oder anderen weiteren Fan, der sich hier mit uns austauscht über das Spiel, wo wir weiter gute Tipps bekommen können. Und so sind ja einige, ich habe mal geguckt, also Wahnsinn, wie viele Leute da wirklich schon großes Café haben und so, ne? Wir brauchen halt unsere Zeit, aber heute machen wir auf jeden Fall wieder was richtig Cooles. Heute werden wir mal ein bisschen umbauen hier. Ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht hier hinten so eine kleine Ecke machen soll, wo ich meine ganze Ware präsentiere und dann hier vorne einfach so eine Art Lounge mache. Was haltet ihr davon? Also ich fände es cool. Moment, pip. Sollen wir mal eben schnell noch die paar Freundespunkte ausgeben? Wie viele habe ich denn jetzt noch? 11 Stück habe ich schon wieder. Ja, dann kann ich nicht jedem leider eine Quest stellen, aber das ist nicht schlimm. Vielleicht komme ich dann später nochmal wieder. Ich habe mir irgendwie angeeignet, jedem hier so Café con Leche, die Aufgabe Café con Leche zu stellen, weil das ist schnell gemacht. Eigentlich müsste das jeder so von meinen Freunden auf der Theke stehen haben. Ach so, wie viele Freundespunkte habe ich? Im Moment habe ich 20 Freundespunkte. Und du erhältst Freundespunkte, wenn du einem Freund eine Aufgabe stellst und wenn du selbst Freundesaufgaben erfüllst. Je mehr Freundespunkte du hast, desto schneller erholen sich deine Besuchspunkte. Finde ich cool. Um Mitternacht werden dir 10% deiner Freundespunkte abgezogen. Ja. Verringert sich die Regenerationszeit deiner Besuchspunkte um 0 Sekunden. Geil, oder? Naja, kann man nichts machen, ne? So. Aufgabe stellen. Vielleicht kriegen wir ja mal ein paar Prozentchen zusammen hier. Das wäre natürlich cool. So, Aufgabe stellen und weiter im Text zu WhatsApp.
Aufgabe stellen. So, Daisy. Zu den anderen, denen ich jetzt keine Aufgabe stellen kann, weil die Punkte nicht reichen, komme ich auf jeden Fall später nochmal. Zu Lidlbär, zack, Aufgabe stellen. Jetzt haben wir noch 4. Ja, eins brauchen wir dann noch, ne? Oder? Aufgabe stellen. Zu Elfi, Aufgabe stellen. Zu Britney Room. Ja, ist dann nur noch Ranborn, glaube ich, wo wir kein Pünktchen für haben. Aber in 6 Minuten haben wir das ja wieder. Ich denke mal, die Folge, die wird auf jeden Fall so lange noch gehen. So, ein bisschen muss ich ja hier jetzt noch tun. Da kommen auch schon wieder die nächsten Gäste mit dem Reisebus. Ja, ich komme schon gleich dazu, dann hier was zu tun. Ich glaube, die haben auf jeden Fall Platz hier. Ja, dann brauche ich jetzt nicht... Ach komm, mache ich das eben. Ihr wisst ja, wie das ist mit der Sauberkeit bei mir und so. Ne, ich habe echt immer den Zwang, hier die ganzen Sachen zu machen. Echt jetzt. So, den noch. Ich kann es einfach nicht lassen. Und dann will der noch bezahlen und der noch bezahlen. Und zack, bist du dann wieder die ganze Zeit dran. Dann kannst du wieder auf die neuen Gäste warten. So ist das. Ich könnte hier manchmal den ganzen Tag verbringen. Wenn ich unendlich Punkte hätte, würde ich den ganzen Tag Kaffee Katzenberger aufhaben. Und ihr? Wie oft spielt ihr so am Tag? Würde mich auch mal interessieren. So einmal Nudeln mit Tomatensauce. Schaut mal an. 108 Mal noch. Boah. Also im Moment können wir uns nicht beschweren mit den ganzen Sachen hier. Mai Tai haben wir noch 90, dann 89. So reicht auch. Und der Eierkuchen 31 Mal, ja. Ja, warte mal, ich mach mal eben hier sauber und dann bringe ich den... Hallo. Dann bringe ich den Eierkuchen. So. Gut. Ich glaube, ich kann ein bisschen Kohle noch rausschüffeln, indem ich jetzt gleich hier so ein paar Sachen verkaufe. Zutatenlager. Auf jeden Fall 28 Mal Hackfleisch. So, ich habe vorhin schon versucht, einiges zu verkaufen. 7 Mal Tomaten. Ja, aber wie ihr seht, habe ich schon wieder einiges gesammelt und kann jetzt schon wieder hingehen und so viele Sachen verkaufen. 14 Mal, zack. Ich finde es doof, dass das immer wieder zurückspringt. 7 Mal, zack. Boah, jetzt habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. Jetzt habe ich gedacht, ich würde wieder kaufen anstatt verkaufen. Oh, Kaffeebohnen. 11 Mal, zack. So. Im Moment habe ich viel Rindfleisch. Guck mal, ich kann ja gleich auch noch mal eben einen ansetzen, glaube ich. Ja, so. Okay, dann setze ich noch mal kurz Rindfleisch an. Und dann gehen wir aber shoppen. 34, gut, da haben wir genau einen. Dann geben wir das Pünktchen hier noch ab. Und dann haben wir eh nichts mehr zu verschenken hier. Obwohl in 7 Sekunden kommt er schon wieder neu. Gut, wir haben 5783, was wir um Kopf hauen können. Oh, ich habe die Quest gleich auch. Dafür gibt's auch einen. Geilo. Wie lange dauert das noch? 47 Sekunden. Gut. Boah, ich bin gespannt. Was gibt es Schönes hier? Also wir bleiben auf jeden Fall auf alles. Oder soll man... Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen jetzt erstmal unser Café soweit schick. Dafür, warte mal, Einrichtungslager und dann hier runter. Dann werde ich jetzt erstmal die ganzen... Sachen hier rüberziehen. Ja, platzieren und wieder runter und geht das wieder los hier. Platzieren, wieder runter. Ich mache mir jetzt erstmal kurz ein bisschen Platz hier. Und wieder runter. Zack. So. Zack. Wieder runter. Und der nächste. Oh, falsch. Dahin. Zack. Wieder runter. Habt ihr, also ich weiß nicht, ob ich mich nur so doof anstelle, aber das funktioniert doch anders nicht, oder? Also ich kann das jetzt nicht hier einfach so runterziehen. Finde ich doof, dass das dann auch hier stehen bleibt. Muss immer auf Platzieren gehen. Finde ich echt doof. Was ist hier denn? Ach, da steht die Dani gerade, oder? Moment, ich muss das mal eben beenden und neue Spanische... Ach, scheiße! Ich hab hier, kann ja jetzt gar keine spanische Tortilla mehr zubereiten, ich Idiot. Oh, es kostet 13 Energiekosten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und dann kommen ja jetzt mit der Zeit ein paar. Boah, das ist natürlich jetzt richtig blöd gewesen, ne? 2 Mal würde vielleicht noch funktionieren. Boah, ich... Naja, gut, was soll ich hier rumragen? Konzentrieren wir uns einfach auf unser Baumenü. So, das kommt jetzt auch mal kurz hier
Ich stelle das mal hier in die Ecke. So, da stört das niemanden. Und runter. Und das Ding genauso hier in die Ecke. So, und wieder runter. Das Ding kann kurz hier hin. So. Ah, guck mal. Ah, guck mal, ich muss das gar nicht immer wieder runterziehen. Oh, wieder. das Sofa. Dreh das mal. Erstmal kurz hier hinstellen. So. Was ist denn mit der Theke? Die lassen wir auf jeden Fall hier vorne stehen. Dann würde ich gerne diese Sachen nochmal kurz hier wegpacken. Dit. Zack. Ja, Dani muss ich da hängen lassen. Dieses Teil hier. Hallo. Da. Das lasse ich mal hier in der Mitte. Erstmal. Und das... muss ich das jetzt ernsthaft an eine Wand stellen? Sieht so aus. Komm, stell mal hier hin. Guck mal, das geht noch nicht mal. Kann auch noch nicht mal hier hinstellen. Wie doof ist das denn? Naja, gut. Na, ich will das auf jeden Fall hier, hier lassen. Vielleicht stelle ich mir dann hier noch eins hin. Mal sehen. Platzieren erstmal. So, dann das geht auch nicht. Das geht hier hin. Platzieren. So. Was kosten denn die Regale? Erstmal gucken. Ich möchte jetzt gerne mal gucken, ob ich für meine Cocktail-Lounge eine schöne Sitzgruppe bekomme. Da. Garnitur Landhaus. Garnitur Daniela. Die finde ich ja auch recht schön, aber die kostet 120. Ja, da bräuchte ich dann wirklich schon mindestens 4, damit das gut aussieht hier, ne? Die kosten 800. Würde uns 3200 kosten, Garnitur Landhaus. Ja, aber so dolle finde ich das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Garnitur Frühling, die sind richtig schön für draußen. Garnitur Rubin finde ich auch richtig geil, passt nur nicht bei uns rein. Ja, und dann war das auch schon. Oh, Fanshop? Gib es nicht. Katzenberger. Garnitur Daniela. Paravent Katzenberger. Theke Daniela. Theke Daniela sieht auch echt hübsch aus, muss ich sagen. Und Pergamentlampe gibt's alles nur für die Kohle, ey. Boah, für die Katzendollar, Taler. Ja, wir haben jetzt die Wahl zwischen Garnitur Landhaus. Boah, die sind auch so geil, ne? Die Zebra-Garnituren, ey. Und was sagte ich? Boah, die sind auch geil. Santa Ponsa. Brrr, richtig cool. Nee, was habe ich gesagt? Also entweder Garnitur Landhaus oder Garnitur Landhaus. Garnitur Rattern ist auch cool. Einmal könnten wir uns das kaufen. Vorverkauf. Ab Level 35 gibt's die. Für 125 Katzengold. Aber ich denke mal, dass wir dann, wenn das nicht mehr... Oh, guck dir das an. Ist das nicht geil? Mediterran finde ich auch richtig cool. Oh, ich weiß es nicht. Garnitur Landhaus finde ich nicht so dolle, um ehrlich zu sein. Echt nicht. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir die hier hin. Die ganz normalen. Bleib doch mal stehen hier. So, das platzieren wir hier. Und dann auf jeden Fall noch eins hier so vor die Theke. Zack. Dann machen wir uns hier eine schicke Bar hin. So. Da wird's gehen. Nee. Aber nicht so mittendrin, das ist doof. So rum? Oder lieber anders? Und hier einen hin. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Oder lassen wir das hier hinten? Ups. Und machen jetzt doch hier unseren Verkauf hier noch hin. Oh, guck mal hier, der Bambus. Da, das Klamottenständer-Ding. Hier einen hin.
Und gib mal den hier hin oder hier hin. Ja, lassen wir hier so. So, das wieder umdrehen. Hier so hin. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man dann wirklich so eine Ecke nur hat, ne? Und dann gib mal die Statue. Ne. So. Oder hier. Zack. Dieses Teil hier. Können wir mal hier hinpacken. So. Die Daniela. Platzieren. Was kostet denn so ein Regal? Fenster, Schilder, Dekoration, Möbel. Ist das bei Möbel? Nee, kann nicht. Wanddekoration. Nee. Komm, gehen wir mal auf alle. So ein Regal hätte ich nämlich wirklich ganz gerne noch. Da, meins, 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 meins. Wo haben wir denn die Regale? Die sind auch geil, die eleganten Wandregale. Davon würde ich gerne auch eins haben. Ich kann mir das mal ins Auge, ja. Ich kann mir das mal ins Auge, im Auge behalten. Aber ich würde wirklich super gerne noch so ein Regal kaufen. Aber wo sind die? Oh, weißer Lattenzaun. Cocktails Leuchtreklame. Für 12.000 Öcken. 15 Dekopunkte, wenn in deinem Café passiert. Die möchte ich auch gerne haben. Was ist los hier? Wieso quietschst du so? Was haben wir hier? Antike Truhe. Sieht auch cool aus. Aber wo finde ich denn jetzt hier das? Wände und Böden auch nicht. Garnituren. Katzen. Möbel? War das nicht bei Möbel? Oder gibt's das gar nicht mehr? Oh, geil. Garnitur Bistro ist auch geil. Wow, 32 Dekopunkte, Wände in deinem Café platziert. Wo ist denn bitte schön hier das Bücherregal? Oder gibt's das nicht so zu kaufen? Bücherregal, wo bist du denn? Bin ich blind? Großes Holzfenster? Ich glaube, ich bin blind. Elegantes Wandregal? Bin ich blind? Theke Daniela? Die Bar. Da ist es doch. Mein Gott. 5 Dekopunkte. Ja, das kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall, weil das wollte ich die ganze Zeit schon zweimal haben. Würde ich dann hier auch hinstellen. Erstmal. So, zack. Schön. Brauchen wir noch 7 Dekopunkte. Machen wir dann die. Nein, bleib da. Stopp, Dani. Bleib da stehen. Ach so. Erstmal wieder hier Einrichtungsdings und so. So. Da können wir ja eigentlich die Dani, können wir ja da mal da hängen lassen. Und genau. So, das sieht doch schick aus. So, okay, wir brauchen noch ein kleines Tischchen oder so für hier hin. Und drehen. Warte mal. Ups. Platzieren. Zack. Ach, bleib doch stehen, du. Und hierhin. Fight for you. Ich habe gerade Easy noch geguckt. Easy D One. Da war ich gerade noch ein bisschen auf dem Kanal und jetzt habe ich die ganze Zeit den Ohrwurm von seinem neuen Intro. So, gut, dann. Pass auf, den stellen wir dann einen noch hier rüber und den noch einen hier rüber. So, dann ist das alles ganz schön, ne? Wäre natürlich toll. Also wir haben jetzt noch 3.680. Wir können noch das ein oder andere Teil kaufen. Wie wär's denn mit diesem einen Regal hier? Was war das denn? Was hat das denn nochmal gekostet? Oder vielleicht den passenden Sessel dazu. Oh, nee, der kostet ein bisschen mehr. Der kostet 4.800. Noch ein Spiegel. Spiegel Bronze. Ja, wir können uns ja noch einen Spiegel hier hinsetzen. Warte, einmal drehen, mal gucken, wie es aussieht. Ja, finde ich cool. Zack.
Okay, jetzt habe ich gar nicht geguckt. 2 Deko-Punkte. Wie viele noch? 5. Ey, das sollen wir doch schaffen, oder? Das können wir echt schaffen hier heute. 5 Deko-Pünktchen noch. Rosa Balance. Großes Holzfenster. Wüsste ich nicht, wohin damit. Den grünen Bambus, den finde ich auch schön. Ach, guck mal, den können wir ja auch noch hier irgendwo hinstellen. Dahin. Ja, das finde ich schön. Das sieht gut aus. So, oder vielleicht noch so eine Vase hier, dann, dass wir den Bambus dann hier hinstellen. Sieht das aus? Oder vielleicht das Ding hier hin. So. Und den Bambus hier vors Fenster oder so. Na, dann sieht man den gar nicht so, ne? Ach, wir haben ja auch noch die Bronzestatue. Oder wir lassen den hier stehen. Das sieht auch nett aus. Die Bronzestatue müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Ah, die muss man ja auch nicht unbedingt sehen, ne? Ich finde ihn nämlich sehr hässlich. Sollen wir die da stehen lassen einfach? Komm. Einfach platzieren. Manche hässliche Dinge muss man einfach auch mal verstecken. Ja, gut. Das sieht schon mal ganz hübsch aus. Ich würde natürlich gerne jetzt noch hier so ein Ding haben. Aber ich würde auch gerne noch andere Teile haben. Zum Beispiel dieses Wandregal. Der Bonsai, den brauche ich gar nicht gucken, weil der ist eh irgendwie total doof. Buchsbaum finde ich ganz schön. Da können wir auch hin oder wieder noch mal einen kaufen, wenn wir vielleicht irgendwann dann mal Platz haben für oder genug Geld haben für diese. Oh, guck mal, das ist auch süß, das Flaschenregal, ne? Ist auch süß. Könnte man sich auch hier hinten hinstellen, aber dann kommt die Dani da nicht mehr dran, glaube ich. Hier, den Lattenzaun, den finde ich auch toll. Oder überhaupt generell so ein bisschen das alles abgegrenzt zu haben, das finde ich auch gut. Aber das kostet so viel. Zeitungsständer können wir uns auch hier hinsetzen. Wie viele Dekopunkte? 3 Dekopunkte. Der Zeitungsständer ist auch schön für hier neben, oder? Guck mal. Zock, gekauft. Fehlen uns noch 2 Dekopunkte und wir haben noch 2533 Kohle. Hier. Das finde ich super schön. Guck mal, das elegante Wandregal. Warte mal eben. Erstmal gucken, wie viel. 3 Dekopunkte. Ich will mal eben schauen. Drehen. Das sieht doch hübsch aus. Also ich finde das sehr hübsch. Elegantes Wandregal. Das passt sogar hier hin. Vielleicht kann ich die ganzen Sachen. Also ich kaufe mir das jetzt. Ich fand das immer schon schön und wollte das immer schon haben. Könnt mir sogar noch eins kaufen davon. Juhu! Boah, jetzt fehlen uns noch 49 Deko-Punkte bis zum nächsten Bonus. Ja, 1300. Und hast du nicht gesehen? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich noch ein bisschen hier rumwerkel. Ich glaube. Nein, Dani, Moment, bleib stehen. Nein, 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 bleib stehen. Die will nie das machen, was ich machen möchte. So, eben kurz einklappen und dann die ganzen Sachen hier einmal rüber. Ja, jetzt muss ich das. Nee, warte mal, muss ich gar nicht. Ich kann das ja so machen. So. Und so. Zack. Soll ich die vielleicht nebeneinander stellen, die Kaffeeautomaten? Ja, ne? Zack. So, das sieht doch nicht schlecht aus. Oder vielleicht dazwischen das elegante Wandregal. Platzieren, dann das hier hin. Und das hier hin. Und dann das elegante Wand. Nee. Falsch. Bleib mal da. Dann das noch ein rüber. Zack. Und dann das Wandregal. Oh ja, das finde ich ganz hübsch. Das finde ich ganz cool. So, die Sachen können hier bleiben. Ich würde aber ganz gerne mal schauen, wie das aussieht. Oh, bleib da. Wenn ich den Ofen. Moment. Ach, guck mal, die Uhr, die ist egal, ne? Die Uhr, die kann ruhig da so total versteckt sein. Bei allen anderen Sachen meckert das Spiel. So, den Ofen hier an die Seite so. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber die Sachen platzieren, platzieren, platzieren. So, passt das, wenn ich da so eine Lücke lasse? Kann die dann überall rum?
Oder dann haben wir hier die Kaffeetheke. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Guck mal, dann machen wir das wirklich so, wie ich mir das so gedacht hatte, ne? Guck mal, dann hier hin einen und hier und hier. So. Ich habe gerade eine Idee. Und zwar ist das ja auch gar nicht so schlimm, wenn wir hier jetzt dann den Essbereich hätten, hier den Kaffeebereich. Lass mal ausprobieren. Hey, bleib da stehen. Ja, ist ja nicht schlimm. Kann ich ja hier. Zack. Ich glaube, die kommen dann trotzdem alle immer noch zu ihren. Ja klar, wir haben ja alle Ausweichmöglichkeiten hier. So, dann, ups, dann die Theke. Ich glaube, das wird eine Doppelfolge hier. Dann die Theke hier platzieren. So. Machen wir mal eine Dreiertheke. Ja, und dann das so. Ah ne, das Wandregal, das geht da nicht. Aber ist nicht schlimm. Das funktioniert. Ne, das geht nicht. Aber ist echt nicht schlimm, weil. Dann nehmen wir halt das Wandregal für andere Sachen. Hey, bleib da. So. Hier hin. Und. Was stellen wir dazwischen? Irgendwas muss da jetzt noch zwischen. Den Herd würde ich wirklich dann da lassen. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Sollen wir die Nudelmaschine dann noch dahin packen? Nee. Aber wir können das auch einfach so lassen. Oder wir können uns vielleicht auch irgendwann nochmal so eine Kaffeemaschine holen oder so. Frisst ja auch kein Brot dann. Hauptsache, wir haben es schön hier. Was kostet die denn? Kaffeeautomat 1500. Irgendwann können wir uns das dann vielleicht mal gönnen. So. Sieht das denn jetzt ganz gescheit aus? Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt, guck mal, die Leute, die kommen alle dahin. Jetzt müssen wir uns halt nur irgendwas einfallen lassen für das Chaos hier. Erstmal das dahin. Oh, so. Dann verschiebe ich jetzt erstmal wieder die ganzen Dinger hier. Muss mal später gucken, wie ich das mache. So. Und so. Die würde ich ganz gerne dann weiter noch in die Ecke tun. Platzieren, also alle drei hier nebeneinander. So. Und dann. Bleib mal stehen, du. Das Wandregal, ja. Den Ofen aber wieder hier hin. Den Herd hier hin. Oder soll ich das Wandregal vielleicht zwischen den beiden Herden machen? Lass mal gucken. Hallo. Der Fleischwolf. So. Nö. Das gefällt mir jetzt doch nicht so gut. So, dann der Herd hier rüber. Zack. Und der Ofen. Und der Ofen hier rüber. So. Das sieht ganz hübsch aus. Platzieren. Platzieren. Dann lassen wir hier so eine Lücke. Platzieren. Platzieren. So. Und jetzt dann halt nur noch. Nee, das geht nicht, oder? Lass mal drehen. Eins. Kann ja auch ruhig direkt hier dran. Aber das ist. Aber nee, guck mal, da ist ja noch Platz dahinter. Also platzieren. Drehen. Platzieren. Drehen, platzieren und dann fehlt mir noch einer. Oder doch ein weiter. Gib mal her. Ja, das gefällt mir sogar besser. So. Und den packe ich dann erstmal hier hin. Und dann kaufe ich mir mal irgendwann nochmal einen Tisch. Oder ich mache nur zwei ins Café und. Nein, stopp, 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 stopp. Du bist gemeint. Ein vor. So, platzieren. Und einmal drehen und hier hin. Und dann gucke ich mir das Ganze jetzt mal an. Baumodus beenden.
Okay. Also dieser Bereich hier, der gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ich finde die Idee auch gar nicht schlecht hier. Aber vielleicht hätte ich dann den Kaffee hier vorne hinsetzen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber hier, die Törtchen kann man ja hier dann auch im Café bekommen, ne? Warte mal, ich stell das dann mal, tausch den mit dem. Da muss ich nur immer gucken, dass ich genügend Kaffee Con Légère produziere. Diesen mit diesem tauschen. Und der dann hier. So. Baumodus beenden. Genau, schön. Jetzt habe ich die Sachen hier, die im Café. Gut, habe ich alles geschafft. Richtig cool. Ich kann jetzt auch noch mal spanische Tortilla ansetzen einmal. Energiekosten 13. Ja, komm, 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 komm. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich leider nicht. Dauert 8 Minuten. Nee, das schaffe ich leider nicht. Naja, gut. Ist halt meine eigene Dummheit gewesen. Dann kann ich die 8 Pünktchen hier jetzt auch so und so, zack, zack, zack. Und hier noch einmal. Gut, meine Lieben, meine Punkte sind vorüber. Ich gehe. Ach, guck mal, wir wollten, bevor ich das vergesse, eben Ramborn noch diesen einen Besuchspunkt geben. Ah, jetzt geht das schon wieder nicht. So, 2 Stücke habe ich mittlerweile schon gesammelt. Und Aufgabe stellen. Schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Diese kleine Umbaufolge. Wenn ihr irgendwie noch Anregungen für mich habt oder so. Oder wenn ich vielleicht, wenn ihr irgendwas wisst, was hier richtig gut jetzt noch reinpasst, was ich vielleicht übersehe. Ihr habt das gerade gesehen mit diesem Ding hier, ne? Ja, dann schreibt's mir. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen mit mir mitdenkt. Ja, und über irgendwelche Anregungen freue ich mich auch immer. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.